Mein Name ist Ingo Schröter. Wir sind hier in der zweitbesten Kochschule der Welt. Heute machen wir eine selbstgemachte Mayonnaise und russische Eier, wie Sie sie noch nie erlebt haben. Als allererstes kochen wir unsere Eier ab. Entweder 10 Minuten im Wasserbad oder im Dämpfer ca. 8 Minuten. Das machen wir jetzt schon mal. Fangen wir mit unserer selbstgemachten Mayonnaise an. Wir nehmen uns erstmal einen schönen Becher. Jetzt trennen wir erstmal das Eigelb. Machen dann einen kleinen Schuss Essig rein. Wenn ihr Essigessenz nehmt, aufpassen, der ist ziemlich sauer. Dafür braucht ihr aber nicht so viel. So, dann kommt noch ein guter Löffel Senf rein. Da habt ihr jetzt die freie Auswahl. Entweder ihr nehmt den Standard Tafelsenf. Oder ihr könnt auch mal ein bisschen was Exotischeres nehmen, mit schönen Körnern drin. Würde aber den Körnersenf vielleicht sogar danach erst ein bisschen mit reinmachen, dass ihr ein bisschen was Crunchiges drin habt. Nehmen wir hier erstmal einen Löffel. Da wir heute ohne Mutti zu Hause sind, können wir auch ein schönes Stück Knoblauch mit reinmachen. Machen auch hier gleich Salz und Pfeffer mit rein, aber nicht so viel. Ihr wisst ja, wenn ihr jetzt so viel Salz reinmacht, kriegt ihr das später nicht mehr raus. Ihr könnt jetzt, wenn ihr faul seid, eure Petersilie direkt mit reinschmeißen. Das funktioniert. Aber wenn ihr jetzt sowas hier wie die Zwiebelschlotter habt, dürft ihr das nicht vorher reinmachen, weil es sonst seifig wird. Außer beim Dressing, aber das zeige ich euch vielleicht das nächste Mal. So, jetzt gibt es zwei Methoden. Normalerweise hat man früher immer das Öl ganz langsam reinlaufen lassen und hat es mit dem Schneebesen aufgeschlagen. Da wir hier aber so einen Rührbecher haben, können wir direkt unser Öl mit reinmachen und ziehen das dann hoch. Vorsicht, eine Emulsion ist immer eine Bindung zwischen zwei Stoffen, die normalerweise nicht zusammengehören. Zum Beispiel Wasser und Fett. Jetzt haben wir ja hier das Öl und wir haben jetzt hier den Essig. Da wir mit Essigessenz arbeiten, brauchen wir aber noch Wasser, also einen weicheren Bestandteil als eben das Öl. Das heißt, wir nehmen da jetzt nochmal so gut 50 Milliliter Wasser, müssten eigentlich vollkommen ausreichen. Macht ihr ein bisschen mit dazu und ihr seht dann, ihr müsst es immer unten lassen, den Mixstab, lasst es einfach runterholen, der holt sich das selber. Wenn ihr merkt, der wird langsam dick, geht ihr hoch und mixt es dann nochmal komplett auf. Aber das seht ihr jetzt gleich. Wenn ihr es gerne ein bisschen schärfer mögt, nehmt am besten die Chili und macht sie gleich mit rein. Weil jetzt könnt ihr mit dem Mixstab das komplett klein machen und dann kaut keiner auf einer Chilischote rum. Oder eben auf den Kernern. So, und jetzt mixen wir. Schneiden wir jetzt erstmal schön. So, und die machen wir jetzt direkt in unsere Mayonnaise rein. Wir pellen jetzt alle unsere Eier, halbieren die und nehmen da überall das Eigelb raus, was wir dann mit in unsere Mayonnaise reingeben. Für unsere leckere Füllung. Eigelbe mit der Mayonnaise. Das muss nicht ganz so fein sein, weil wir nachher noch ein bisschen auf was kauen möchten. Ihr könnt einen Schneebesen nehmen oder auch eine Gabel, wie ihr es halt besser hinbekommt. So, jetzt füllen wir unsere Eier mit unserer Füllung. Thank you.
So, den Rest, den wir jetzt übrig haben, machen wir einfach in zwei kleine Schalen. Die kann man dann einfach mit ein bisschen Weißbrot dazu essen. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Tomate, dass wir ein bisschen Farbe drin haben. Machen am besten dann ein paar Würfel draus. Und legen die so ein bisschen an. Bisschen Petersilie oder Staudensellerie, was ihr da habt, könnt ihr damit dran machen. Dann habt ihr noch ein bisschen grün frische Kick drauf. So, zack und fertig. Lasst es euch schmecken. Thank you.